Willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Ich hatte in vielen Videos und auch in diesem Video möchte ich noch mal darauf eingehen, auf diese ganz große Veränderung auf die nächsten Wochen, die so entscheidend sind, auch für das, in welche Richtung sich mein eigenes Leben entwickeln wird. Es sind unglaublich starke Kräfte am Werk im Universum. Der Schöpfer ist am Werk, der Schöpfer ist da. Er zeigt es auch im Augenblick. Ganz, ganz, ganz stark, auch wenn einige sagen, ich sehe davon nichts, es wird immer schwerer, ich finde die Entscheidung immer schwieriger, der Druck wird auch immer schwerer. Nun, der Druck, auch wenn der Druck sehr groß ist, auch wenn alles schwer aussieht, gerade dann ist natürlich der Schöpfer auch da. Gerade dann zeigt er uns. Wir sind nicht hier, um ein bequemes, komfortables, lustiges, fröhliches Leben zu führen. Ja, natürlich, das haben wir alles verdient. Das ist alles Teil unseres Lebens auf dieser Erde. Wir dürfen alles haben. Wir dürfen auch glücklich sein. Wir dürfen auch Musik hören und tanzen. Sollen wir sogar. Das ist das, was auch unsere Seele glücklich macht. Aber letztendlich sind wir hier, um an unsere Aufgaben zu arbeiten. Nicht mehr und nicht weniger. Es geht um unsere Aufgaben. Und der Schöpfer lässt uns natürlich niemals alleine. Er ist immer da. Er ist jeden Augenblick da. Und ja, weil er da ist, sorgt er natürlich auch dafür, dass wir etwas zu tun haben, dass wir wachsen können, dass wir wachsen dürfen. Hurra, hurra, hurra. Ich habe wieder eine Herausforderung und es ist wieder schwierig und ich muss wieder in schwierige Entscheidungen treffen und es fällt mir schwer und am liebsten würde ich auf dem Sofa sitzen bleiben. Hurra, hurra, hurra. Ich mache genau das nicht. Ich stelle mich der Herausforderung und ich bin auch bereit, mich den kritischen Stimmen, auch den Gegnern, auch den Negativen, auch all die Menschen, die mir sagen, was für ein schlechter, böser, gemeiner, negativer Mensch ich bin, all das bin ich bereit zu ertragen, weil ich weiß, dass ich nicht alleine bin, weil ich weiß, dass der Schöpfer immer da ist und er mich natürlich unterstützt und er mir auch hilft. Klingt erstmal alles super, super kompliziert. Weil ich weiß, ich bin mir ziemlich sicher, dass es ganz viele Zuschauer gibt, die sagen, ja, aber was ist denn nun das Richtige? Wenn ich weiß, dass ich meine Entscheidung treffe, wenn ich meine Entscheidung treffe aus meiner inneren Überzeugung heraus, aus meiner Seele heraus, wenn ich mich mit meiner Seele unterhalte und ich spüre, dass das das Richtige ist, was ich tue, was ich auch für meine Kinder tue, was ich für meine Kinder entscheide, dann kann es keine falsche Entscheidung geben. Wie oft treffen wir Entscheidungen oder auch nicht? Wie oft sind wir in einer Situation, wo wir Recht haben wollen? Ich hatte schon viele Videos dazu gemacht, zu diesem Thema Recht haben. Ich will die kritischen Stimmen, will ich, ja, die will ich nicht nur beruhigen, die will ich stoppen. Ich muss immer Recht haben. Ich bin immer diejenige, die die Lösung hat, die auch im Freundeskreis, immer diejenige, die mit den besten Lösungen kommt, die immer mit den besten Dingen kommt. Das ist zu tun und das ist zu tun. Das ist natürlich immer eine, ja, eine Entscheidung, die ich dann treffe oder etwas, was ich tue, aus meinem Ego heraus. Ich möchte gut dastehen. Ich möchte ein toller Mensch sein. Ich möchte auch keine Kritiker haben. Ich tue alles, damit ich ruhig ein schönes, ruhiges, glückliches Leben führen kann. Einige sagen auch, das ist der einzige Grund, weshalb wir hier sind. Unsere 90 Jahre oder 80 oder 70 oder bei einigen auch nur 50 oder 40, unsere Jahre hier auf dieser Erde absitzen. Es geht nicht ums Absitzen. Es geht darum, unsere Seele weiterzuführen. Es geht darum, unsere Aufgaben zu erledigen. Und wir haben, wie gesagt, gerade diese gigantische Chance. Wir haben diesen unglaublichen, unglaublichen Wechsel der Energien. Alles kommt geballt auf uns zu. Alles, so fühlt es sich zumindest an. So viel Druck, so viel Spannung, so viel Negativität, auch so viel Unsicherheit. Was ist denn nun das Richtige? Es macht auch alles keinen Sinn, ne? Es sind Sachen, die widersprechen sich teilweise. Jetzt haben wir alles gemacht und jetzt müssen wir noch mehr machen. Andere,
Ja, andere. Ob das jetzt Politiker sind oder Wissenschaftler oder irgendwelche anderen Menschen erzählen mir, was richtig für mich ist. Und sie versuchen mich davon zu überzeugen. Sie versuchen es sogar, ja, ich habe das schon so oft gesagt, die negative Seite kommt niemals als negative Seite daher. Ich erkenne sie nicht. Ich erkenne den Teufel nicht. Natürlich nicht. Er verpackt sich schön in einem wunderbaren Geschenk, ne? Das ist so, wie wenn ich das Geschenk öffne und da springt ein Kobold raus und schreit ganz laut: Surprise! Überraschung. Nein, der Teufel weiß natürlich, sich gut zu verkaufen. Sonst wäre das Leben zu einfach. Und der Teufel ist Gottes bester Helfer. Aber es ist an der Zeit, rauszukommen aus unserer Opferrolle. Nicht umsonst kriegen wir im Augenblick auch so viel Hilfe. Wir kriegen ganz viel Hilfe. Letztendlich wird all das, wovon vielleicht auch einige glauben, ich komme damit durch. Ich komme mit meiner Unehrlichkeit, auch mir selbst gegenüber. Ich komme mit meinen Machtgelüsten. Ich komme mit meinen Gelüsten nach mehr materiellen Dingen. Ich komme damit durch. Wir sehen in der Geschichte immer, was nicht für mich bestimmt ist, bleibt nicht bei mir. All das, was hier auf dieser Erde ist, all die materiellen Dinge, all die Macht, es zerpufft. Es zerpufft. Es ist nichts. Es ist nur Staub. All das ist unwichtig. Es kommt auf die großen Dinge an, auf das, was dahinter steckt. Und auch da nochmal gesagt, kommt raus aus der Opferrolle. Lasst euch nicht einreden. Ich höre das, wie gesagt, so oft in den Social Media und auch in den alternativen Medien, aber auch in den Mainstream-Medien. Ich höre das so oft, die anderen, die anderen, die anderen. Es sind niemals die anderen. Es können niemals die anderen sein, die uns, die dafür sorgen, dass ich mich schlecht fühle, dass ich etwas tue oder nicht tue, die dafür verantwortlich sind, dass bestimmte Dinge getan werden müssen, um uns zu schützen vor den anderen. Auch das wird uns erzählt, ne? Wir müssen uns schützen vor diesen anderen und deswegen müssen wir das und das tun. Und es gibt dann noch mehr Kontrolle, noch mehr Restriction, noch mehr Ressentiments. Es gibt noch mehr Dinge, die dann gemacht werden müssen, um uns zu schützen. Es ist natürlich alles Teil dieses gigantischen großen Schauspiels. Es ist ein Schauspiel. Letztendlich ist es ein Schauspiel, nicht mehr und nicht weniger. Es ist nicht unsere Seele. Es ist nicht unser ewiges Leben. Es ist nicht unser ewiges Glück, das ewige Glück, das ewige Gefühl des Wohlseins und auch dieses Teilen. Das hat all das nicht, das hat nichts damit zu tun. In dem Augenblick, wo ich wirklich den anderen genau das wünsche, was ich habe, genau das, wo ich teilen kann. In dem Augenblick habe ich gewonnen. In dem Augenblick bin ich mit dem Schöpfer verbunden. Aber jetzt haben wir ganz oft die Situation tatsächlich auch, dass wirklich, dass ich Menschen sehe, die mir erzählen, dass sie glauben, dass sie womöglich nicht die richtige Entscheidung getroffen haben und dass sie unsicher sind, dass sie deswegen möchten, dass es den anderen schlecht geht. Na, weil sie sagen, ja, aber gehöre ich jetzt zu denjenigen, die überleben werden oder nicht? Vielleicht ist es die richtige Entscheidung, vielleicht die falsche. Wie gesagt, wenn ich aus meiner Seele heraus, aus meiner tiefsten inneren Überzeugung heraus eine Entscheidung treffe, kann es niemals die falsche sein. Es spielt keine Rolle, ob ich ob ich auf der einen oder auf der anderen Seite bin. Es spielt letztendlich keine Rolle, weil es geht darum, uns zusammenzuführen. Wir sind alle Teil einer gigantischen, gigantischen, gigantischen Seele. Wenn mir bewusst ist, dass mein Nachbar, der vielleicht genau die absolut gegenteilige Meinung und Lebenseinstellung hat als meine, wenn ich weiß, dass dieser Nachbar vielleicht mein kleiner C ist, ich versuche jetzt mal ein Beispiel mit meinem Körper zu bringen. Mein kleiner C, der gerade wehtut, dann möchte ich nicht, dass es meinem Nachbarn schlecht geht, weil ich möchte ihm natürlich nichts Schlechtes. Ich möchte ihm nicht wehtun. Ich möchte, dass es ihm gut geht, weil ich weiß, er ist ein Teil von mir. Zu diesem Bewusstsein müssen wir hinkommen. Und wir haben gerade jetzt die ganz große Chance, das
zu entwickeln, uns darüber klar zu werden und auch gemeinsam aus der Unfreiheit rauszukommen, in die Freiheit reinzugehen. Freiheit bedeutet Freiheit der Seele, Freiheit in meinem Inneren. Es bedeutet nicht Freiheit von außen. Von außen kann die Freiheit niemals kommen. Sie kann nur von innen kommen. Und wir sind gerade auf dem Weg in die ganz große Freiheit, alle gemeinsam.